Sicher und gleichzeitig renditestark. Für viele Anleger sieht die ideale Geldanlage genau so aus. Früher reichte dafür dank hoher Zinsen ein Sparbuch. Auch Bundeswertpapiere galten als sicher und renditestark. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Inzwischen spielen Bundeswertpapiere für Privatanleger nur noch eine Nebenrolle. Das Sparbuch hat gänzlich ausgedient. Wie also könnten Alternativen aussehen, die renditestark wie eine Aktie und gleichzeitig sicher wie eine Anleihe sind? Die Antwort gibt es in den kommenden 60 Minuten. Anuj Wilhelms, Derivate-Experte bei der Commerzbank, zeigt Ihnen die Möglichkeiten von Aktienanleihen und Discount-Zertifikaten auf und er führt Ihnen vor, wie Sie damit das Chance-Risikoprofil Ihres Wertpapierdepots justieren können. Guten Abend und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Gentner. Ich bin in diesem Finanzen-Net-Webinar Ihr Moderator. Schön, dass Sie mit dabei sind und sich so zahlreich in diese Live-Veranstaltung hineingeklickt haben. Und mit dabei ist auch unser Experte. Ich habe ihn bereits erwähnt. Guten Abend, Anuj Wilhelms. Willkommen bei Finanzen-Net. Hallo Agenta, grüß Sie und herzlich willkommen alle zusammen bei dem Webinar heute Abend. Ich bin froh über die Einladung und freue mich auf einen spannenden Einblick in die Welt der Anleihenzinsen und natürlich auch Zertifikate. Darauf freuen wir uns auch, Herr Wilhelms. Ich habe es bereits gesagt, Sie sind Derivate-Spezialist bei der Commerzbank. Das können wir hier auf der Folie auch noch mal lesen. Können Sie diesen Titel, will ich es mal nennen, noch mit etwas Leben füllen und uns kurz etwas zu sich und Ihrer Arbeit erzählen? Ja, ich will die Teilnehmer jetzt nicht unbedingt mit einem langen Vortrag langweilen, aber es ist tatsächlich so, dass ich 99 angefangen habe, mich mit der Börse zu beschäftigen und damals halt die Dotcom-Blase, die ersten Emissionen gezeichnet habe. Und damit konnte man ja relativ schnell viel Geld verdienen. Also ich kann mich noch an Infineon das Beispiel erinnern, für 34 Euro ins Depot und man konnte es sofort an der Börse zum ersten Kurs bei über 80 Euro verkaufen. Also das war sozusagen mein Startpunkt an der Börse. Und ich habe dann weitergemacht und bin seit 2004 hier im Zertifikatebereich der Commerzbank, also seit rund 15 Jahren, und habe im Prinzip damals die Entwicklung mitbekommen. Wir hatten damals, als ich angefangen habe, hier 2500 Zertifikate im Angebot bei der Commerzbank. Wir haben ein Jahr später den Award als der Newcomer des Jahres bekommen. Damals gab es andere Banken, die in diesem Sektor groß waren. Ja, und die Commerzbank hat es dann über die Jahre geschafft, die Nummer eins im Zertifikatemarkt zu werden. Das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und ich begleite den Zertifikatebereich eben seit diesen 15 Jahren. Und ich habe ihn im Prinzip von der Pike an gelernt. Und insofern glaube ich, ist es nicht vermessen, wenn ich sage, dass ich ein Zertifikate- bzw. Derivate-Experte bin, weil Derivate ist im Prinzip nur ein grober Überbegriff dafür. Wir sind ganz sicher, dass Sie ein Spezialist sind. Ich bin es jedenfalls nicht. Derivate sind nicht ganz mein Steckenpferd, aber dafür sind Sie ja heute hier. Herr Wilhelms, wir legen gleich mit Ihnen los. Zuvor möchten wir Sie, liebe Zuschauer, aktiv in diese Veranstaltung einbinden und zwar mit einer Umfrage. Diese lautet: Welche Wertpapiere haben Sie bereits gehandelt? Sie sollten die Umfrage jetzt auf Ihrem Bildschirm sehen und Sie können aus fünf Antworten wählen, nämlich Anleihen, Aktien, Fonds, ETFs oder Zertifikate. Falls Sie noch nie irgendwelche Wertpapiere gehandelt haben, dann können Sie hier natürlich nichts anklicken, dann machen Sie einfach nicht mit bei der Umfrage und natürlich, falls Sie irgendwelche exotischen Papiere gehandelt haben, dann können Sie hier auch nichts anklicken. Das ist aber kein Problem. Mehrfachantworten sind natürlich möglich. Über Ihre Teilnahme würde ich mich sehr freuen. Parallel zur Umfrage möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie uns bei Fragen oder Verständnisproblemen natürlich jederzeit während des Webinars über die Chatfunktion kontaktieren können. Wenn es passt, dann werde ich Ihre Fragen direkt an unseren Experten weiterleiten. Auf alle Fälle wird es am Ende der Veranstaltung eine Fragerunde geben. Dort wollen wir alle offenen Fragen klären. Hoffentlich alle offenen Fragen. Ich sehe, Sie machen bei der Umfrage fleißig mit. Das freut mich. Vielen Dank schon mal dafür. Ich schließe die Umfrage jetzt. Also klicken Sie noch mal schnell hinein. 3, 2, 1. Und ich lege uns allen das Ergebnis auf die Monitore. Verehrte Zuschauer, Herr Wilhelms, Sie können es sehen. Wir sind
was das Publikum angeht und die Wertpapiere sehr gut verteilt, aber die Mehrheit, und das war, glaube ich, zu erwarten, hat bereits Aktien gehandelt. Also überwiegend wurden Aktien gehandelt von unserem Publikum. Herr Wilhelms, haben Sie das auch so erwartet? Ja, also insofern, dass Sie als Teilnehmer hier in diesem Webinar mitmachen, das zeigt schon, dass Sie zu einer Minderheit in Deutschland gehören, denn ich glaube, nur 8% der Deutschen haben überhaupt aktiv sich mal mit Aktien beschäftigt und die auch gekauft. Insofern freut es mich natürlich, dass diejenigen, die Aktien gehandelt haben, hier mit dabei sind, weil auch die werden ein bisschen was lernen und vielleicht sich auch bestätigt fühlen, warum sie Aktien handeln sollten. Des Weiteren bin ich positiv überrascht, dass auch 50% der Abstimmungsteilnehmer Zertifikate schon mal gehandelt haben. Deswegen sind sie genau richtig hier. Und Fonds und ETFs und auch Anleihen, das gibt also einen guten Mix. Also insofern freue ich mich. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Und ich denke, dann können wir auch gleich starten. Genau, so machen wir das. Unsere Zuschauer haben jedenfalls schon einige Erfahrungen an der Börse gesammelt. Insofern, Herr Wilhelms, können Sie direkt einsteigen. Ich werde Sie nun zum Moderator ernennen. So heißt das hier. Und dann können Sie Ihren Bildschirm mit uns teilen. Das sollte jetzt möglich sein. Ich bin bereits sehr gespannt, was Sie uns im Detail mitgebracht haben. Ihren Bildschirm können wir schon mal sehen. Dann legen Sie gerne los, Herr Wilhelms. Und Ihnen, verehrte Zuschauer, wünsche ich viel Spaß. Ja, genau. Also unser Thema ist ja heute eine gute Alternative zwischen einer Anleihe und einer Aktie. Und ich möchte, bevor ich jetzt in die Produkte direkt einsteige, ein bisschen was zur Geschichte sagen und einfach mal das Thema neu aufbereiten, weil es gibt einen Paradigmenwechsel. Es muss ein Umdenken stattfinden. Und das, womit ich einsteigen möchte, das ist hier ein gutes Beispiel. Wir sehen hier ein Bild. Das ist die Börse in Frankfurt. Sie sehen dort in der linken Bildhälfte oder bis zur Mitte den Bullen und links den Bären und rechts eine Schildkröte. Und der ein oder andere von Ihnen wird sich vielleicht noch erinnern, diese Schildkröte, die steht da heute nicht mehr. Sondern sie war eine gewisse Zeit an der Frankfurter Börse dort in Bronze oder in Kupfer oder was auch immer platziert. Man sieht auch, sie stand ein bisschen länger da. Die Nase, die wurde besonders oft angefasst. Und es gab dazu auch einen Werbespot und den möchte ich mal kurz abspielen. Ich habe schon im Vorwege gehört, dass es kann durchaus eine Herausforderung sein wegen der Übertragungsrate. Und insofern versuchen wir das einfach mal und ja, Herr Wilhelms, also wir können die Schildkröte sehen. Sie heißt, glaube ich, Günther Schild, wenn ich das recht weiß, aber leider können wir keinen Ton hören. Das ist natürlich ein Problem. So können wir diesen tollen Werbespot nicht in vollen Zügen genießen, aber Sie können uns bestimmt noch etwas daraus erzählen und Sie haben es gesehen, liebe Zuschauer, das war ein Spot, der auf YouTube zu finden ist. Also ich glaube, wenn Sie sich den mal bei Gelegenheit anschauen wollen, dann können Sie das gerne tun. Aber Herr Wilhelms, wir wollen doch von Ihnen nochmal hören, wieso die Inhalte dieses Werbespots waren. Genau, also im Prinzip ist Günther Schild die, die Werbeikone der Bundeswertpapiere bzw. der Finanzagentur. Und in diesem Video, in dem wir gerade gesehen haben, also wenn Sie bei YouTube gucken unter Günther Schild, dann finden Sie dort auch noch die Videos. Da geht es halt darum, rauf und runter, sagt Günther Schild dann als Schildkröte, das ist ja alles viel zu hektisch. Warum nicht in Ruhe ein Vermögen aufbauen und das Ganze mit Bundeswertpapieren? Ja, das ist sozusagen dieser 30-sekündige Spot. Die Bundesfinanzagentur, die hatte damals, wir sehen das hier auch, die wurde extra gegründet 2008, um Privatanlegern Wertpapiere vom Bund nahezubringen und vor allen Dingen kurzfristig, mittelfristig und langfristige Wertpapiere. Und das ganze Thema war dann 2012 aber relativ schnell zu Ende. Das heißt, mal nach nicht mehr nur 4 Jahren wurde nicht nur Günther Schild eingemottet, sondern im Prinzip die gesamte Vertrieb von Bundeswertpapieren an Privatanlegern. Das heißt also, das, was ich auch noch in meiner Ausbildung gelernt habe, Bundesschatzbriefe Typ A und B, was sind da die Unterschiede, welche eignen sich für welchen Typ und hin und her, das Thema ist Geschichte. Die letzten sind, glaube ich, jetzt ausgelaufen. Es gibt keine Bundeswertpapiere mehr in dem Sinne für Privatanleger. Und warum ist das so? Und dazu gucken wir uns jetzt die Zinsentwicklung an. Und was Sie hier sehen, ist die Zinsentwicklung. Die gelbe Linie, das sind die zweijährigen Bundesanleihen.
Die graue, dunkelgraue Linie, das sind die 10-jährigen Bundesanleihen. Und die hellgraue Linie, das sind die 30-jährigen Bundesanleihen. Und was Sie hier wunderbar erkennen können, ist, dass ich muss mal hier meinen Bildschirm etwas kleiner machen. Was Sie hier wunderbar erkennen können, ist, dass bereits im Jahr 2012 die 2-jährigen Bundesanleihen das erste Mal eine negative Rendite ausgewiesen haben. Und insofern passt es auch ganz gut zu dem Zeitpunkt, wo die Finanzagentur im Prinzip den Vertrieb von Bundeswertpapieren an Privatanleger eingestellt hat, weil auch damals waren Tagesgeld, Wertpapiere im Prinzip zur Verfügung, die zumindest kurzfristigen Zins noch hätten abwerfen können. Und insofern hat dann also 2012 die Bundesfinanzagentur, wurde der den Stecker gezogen. Und das geht ungefähr einher mit den 2-jährigen Bundesanleihen. Dann dachten ja alle in der Regel, okay, das ist ein kurzfristiger Effekt, negative Zinsen, das wird vielleicht gar nicht so lange anhalten. Ich sitze das mal eben aus. So, und was ist dann passiert? 2016, Novum, das erste Mal waren die 10-jährigen Bundesanleihen, das ist der zweite rote Kringel, den Sie hier sehen, im negativen Bereich. Und jetzt gerade aktuell in diesem Jahr 2019, also weitere 3 Jahre später, sind sogar die 30-jährigen Bundesanleihen in den negativen Bereich gerutscht von der Rendite her. Also man sieht, seit eben fast, na, mittlerweile 8, 9 Jahren, sind die Renditen nicht nur unter Druck, sondern gehen teilweise in den negativen Bereich, die Bundeswertpapiere. Und warum man da anfangen muss, umzudenken, das sehen wir gleich. Hier nochmal ein Auszug aus dem Jahr 2012. Also das passte ungefähr zu der Zeit, als die Finanzagentur zugemacht hat. Damals gab es einen schönen Artikel im Handelsblatt, Anleger zahlen bei Bundesanleihen drauf. Und ein Sprecher der Finanzagentur oder des Bundesministeriums für Finanzen wurde zitiert. Das ist ein absolutes Novum. Und dann ein Kollege von der UBS wurde damals zitiert in dem Artikel mit, man hat sich lange nicht vorstellen können, dass es einmal so weit kommt. Also wir denken nochmal zurück im Jahr 2012. Experten gefragt, Geldmarktpapiere das erste Mal mit einer negativen Rendite und die Experten sind völlig außer sich und können sich das gar nicht vorstellen. Heute, Jahre später, ist das für uns die Normalität und die Banken fangen reihenweise an, Guthaben auf Girokonten teilweise oder auf Festgeldkonten mit negativen Zinsen zu belegen. Also es gibt einen Paradigmenwechsel und ich erinnere mich gerne daran, ich springe jetzt noch mal einmal zurück, dass ich meinem Sohn, der ist jetzt 7 Jahre alt, ein Buch vorgelesen habe, in dem es darum geht, dass ein Kind aufräumt und unter dem Sofa Geld findet, Münzgeld, und fragt, was soll ich denn damit machen? Dann sagt die Mama, du darfst es behalten, du kannst es zur Bank bringen, da bekommst du Zinsen. Da habe ich dann kurz gestockt, ob ich das wirklich meinem Sohn so vorlesen soll, weil wenn er das nachmachen möchte, funktioniert das nicht, weil es gibt eben keine Zinsen mehr. Und warum es wichtig ist, bei der Geldanlage eben umzudenken, deswegen habe ich Ihnen diese 90er Jahre nochmal vergegenwärtigt, weil im Prinzip das ganze System, auf dem wir sozusagen unsere Geldanlage lange Zeit gefußt haben, war in den 90er Jahren auch noch aktiv. Und zwar war das Thema, ich kann Geld sicher anlegen. Und wir sehen hier die gelbe Linie, das sind die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen. Und wir sehen hier den Hochpunkt Anfang der 90er Jahre, über 9% gab es an Rendite, wenn man in Bundesanleihen mit einer 10-jährigen Laufzeit investiert hat. Und wir sehen dann in den grauen Punkten, das ist die jeweilige Inflationsrate. Und die war dann 1992 noch bei über 6%. Also insofern war es damals gar nicht so attraktiv, in Anführungsstrichen, dass man eine 8% Rendite bekommen hat, weil bei über 6% Inflation blieben im Prinzip unterm Strich, wenn man die Geldentwertung berücksichtigt, nur 1,8% übrig. So, dann gingen in den 90er Jahren die Renditen sukzessive zurück bis unter 4%. Ich habe das hier im rechten Bereich der Folie markiert. Im Tief in diesen 90er Jahren auf 3,6%. Und damals war die Inflationsrate bei ungefähr fast 0%. Also es war sogar in der Zeit attraktiver, zu 3,6% das Geld anzulegen, weil man im Prinzip bereinigt um die Inflationsrate eben 3,6% verdient hat. Also was in den 90er Jahren im Prinzip gegeben war, ist, die Zinsen sind auch gesunken, die Zinsen sind gestiegen, die Inflationsrate war aber mal mehr, mal weniger unterhalb dieser Linie. Und wenn wir jetzt in die 2010er Jahre gucken,
Dann war es im Prinzip lange Zeit ähnlich oder auch noch zu Beginn der 2010er Jahre so, dass wir auch noch Renditen hatten von über 3%. Wir sehen das hier in der rechten Hälfte des Charts. Die gelbe Linie sind wieder die 10-jährigen Bundesanleihen. Und darunter sehen wir die Inflationsrate. Und damals im Jahr 2011 war auch noch der Unterschied 1,5%. Und was dann passiert ist, also wir erinnern uns gerade noch mal, 2012 war der Zeitpunkt, wo die kurzfristigen Zinsen das erste Mal negativ waren. Hier sehen wir ja die 10-jährigen Anleihen. Aber die Inflationsrate in grauen Punkten, die sehen Sie auch. Und die liegt seit 2012 in etwa auf den 10-jährigen Rendite. Und erst seit 2016, also erst seit 3 Jahren, koppelt sich die doch immer noch sehr niedrige Inflationsrate von den 10-jährigen Rendite, von den 10-jährigen, von der 10-jährigen Rendite der Bundesanleihe ab. Und wir sehen das im Extrem hier im August 2019. Da war die Differenz 2,1%. Wir sehen, das Tief war minus 0,71% und die Inflationsrate war zwar knapp unter 2%, aber trotzdem war das Minus am Ende 2,1%. Also es ist so, dass dieses Thema der niedrigen Zinsen nicht nur ein Thema ist, dass Sie eben keine Verzinsung bekommen, sondern Sie haben durch diese Inflation eben einen doppelten Effekt. Und warum Sie umdenken müssen, ist, viele dachten, das ist nur ein kurzfristiger Effekt. Aber jetzt sind wir schon seit 2012 oder sogar seit 2010, wenn wir die ganz kurzfristigen Zinsen mit einkalkulieren, eben seit fast 10 Jahren mit sehr niedrigen und negativen Zinsen belastet. Und das bedeutet, dass hier ein Umdenken stattfinden muss. Und wir gucken uns das jetzt nochmal an. Also, wenn Sie sicher Geld anlegen wollten, was haben Sie in den 90er Jahren gemacht? Bundeswertpapiere gekauft, 10 Jahre Laufzeit. Und nach 10 Jahren hatten Sie knapp 180.000 Euro. Klar, es gab auch ein bisschen Geldentwertung, aber im Prinzip blieb am Ende immer noch positiv was übrig. Und heute ist es so, wenn Sie heute 100.000 Euro anlegen, dann haben Sie vermutlich in 10 Jahren nur 95.000 Euro. Und wenn die Inflation nach wie vor noch über dem Nulllinie bleibt, und sie soll ja in die Richtung von 2% bleiben, dann haben Sie also nicht nur Geld verloren, weil Sie Geld sicher in Anführungsstrichen angelegt haben, sondern Sie haben über die Inflation auch Geld verloren. Also das heißt, dieser Inflationseffekt, also ich erinnere mich auch als Kind immer noch, ich habe mal 30 Pfennig oder 50 Pfennig für eine Kugel Eis bezahlt. Heute zahle ich hier in Frankfurt teilweise 1,50 €. Und da sieht man, was Geldentwertung bedeutet und dass es im Prinzip für Ihr Vermögen wichtig ist, dass das Geld in irgendeiner Form erhalten bleibt. So, und die Geldanlage in sichere Wertpapiere, vermeintlich sichere, also in Bundesanleihen zum Beispiel, die steht eben als Option nicht mehr wirklich zur Verfügung, und das Geld auch einfach liegen lassen und zu warten und zu gucken, was kommt, das ist im Prinzip auch keine gute Idee, weil da wird zwar zumindest zeitweise keine negativen Zinsen berechnet, aber sie haben das Problem der Inflation. Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, und deswegen finden wir uns ja heute hier auch zu einem Webinar ein: Was sollen wir denn jetzt tun? Und es gibt mehrere Möglichkeiten zu investieren. Und ich möchte hier Markowitz kurz zitieren, der gesagt hat, dass grundsätzlich das Ertragsrisikoverhältnis eines diversifizierten Portfolios ist jede Anlage in nur eine einzelne Anlage überlegen. Also was heißt das? Ganz grundsätzlich, wenn Sie in Ihr Portfolio streuen, das heißt nicht alles auf eine Karte setzen, sondern in verschiedene Assetklassen investieren, dann sollte es aus Ertragsrisikogesichtspunkten für Sie besser laufen. Na, heißt nicht, dass, wenn Sie Glück haben, eine einzelne Investition besser läuft als das Portfolio. Na, also wenn Sie jetzt vor 10 Jahren gesagt hätten, oh, Netflix, das ist interessant, und dann vor 5, 6 Jahren investiert hätten, so viel Geld hätten Sie mit jedem Portfolio der Welt nicht verdienen können, wie Sie mit dieser Aktie verdient hätten. Aber es ist so, es geht ja darum, dass Sie im Prinzip ja auch nicht wissen, was in der Zukunft kommt. Und wenn Sie natürlich wissen würden, dass die nächste Netflix irgendwo vor der Tür liegt, dann wäre es natürlich einfach, aber man weiß es nicht. Und was hier wichtig ist, in dem, was Markowitz gesagt hat, es geht ja auch nicht nur um das Thema Ertrag, sondern auch Risiko. Weil was Sie ja nicht wollen, ist auf eine Aktie setzen und Sie haben das schlechteste Timing der Geschichte und kaufen auf dem Höchstpunkt. Ich kann mir da gut erinnern an die 90er, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, als die Dotcom-Blase geplatzt ist. Wie viele Leute haben da oben auf dem Hochpunkt noch gekauft? Ich erinnere mich an so Aktien wie AMTV und Co. Am Ende waren über 90% des Kapitals verloren. Also insofern, Streuung ist wichtig, vor allen Dingen, wenn man das Risiko mindern möchte. Und ich möchte, bevor ich jetzt in das Thema
Discount-Zertifikate und Aktienanleihen einsteige, erstmal grundsätzlich die Frage stellen, wie kann man denn überhaupt Geld investieren? Weil wir haben jetzt eben gerade uns die gesamte Zeit mit dem Thema Anleihen beschäftigt. Und das sehen wir hier als einen der vier möglichen Assetklassen, die ich ausgewählt habe, in die man grundsätzlich investieren kann. Ein nächster Bereich sind Aktien. Wir haben es ja gesehen, fast 100% der Teilnehmer, die abgestimmt haben bei der Umfrage, haben schon mal Aktien gekauft. Insofern dürfte diese Assetklasse Ihnen sehr bekannt sein. Dann gibt es das Feld der Rohstoffe. War in den letzten 10 Jahren nicht so beliebt wie Aktien, weil einfach Rohstoffe nicht so gut gelaufen sind, zumindest die meisten. Gibt auch Ausnahmen. Und das, was natürlich am allerbesten gelaufen ist in den letzten 10 Jahren, das ist das Thema Immobilien. Und da muss man sagen, im Bereich Immobilien agieren die meisten Privatanleger in Deutschland oder Privatpersonen, muss man vielmehr sagen, eigentlich wie so ein Hedgefonds. Ne? Also sie kaufen ja nicht Immobilien aus ihrem Vermögen. Ne? Also sie haben nicht 20.000 Euro angespart und kaufen davon irgendwie 3 Wohnungen. Da würde das Geld nicht reichen. Sondern in der Regel machen sie es folgendermaßen bei Immobilien. Sie verschulden sich, in der Regel bis über beide Ohren. Vor allen Dingen, wenn sie die Immobilie zum Eigennutz benutzen. Und das macht ja im Prinzip ein Hedgefonds auch. Der investiert, hat nur einen kleinen Teil an Eigenkapital, den Rest lässt er fremdfinanzieren. Und warum ist das der Immobiliensektor denn dann so interessant? Ja, sie investieren halt vor 10 Jahren eine große Summe, 200, 300, 400.000, die sie gar nicht haben. Und mit einem Eigenkapital von vielleicht nur 50.000 Euro. Und wenn dann die Immobilie um 100.000 Euro im Wert steigt, dann haben sie auf ihr Eigenkapital gerechnet eben 200% gewonnen. Und von daher sind natürlich in den letzten 10 Jahren, vor allen Dingen in den Ballungszentren hier in Deutschland, die Immobilienpreise extrem gestiegen. Und jeder, der irgendwie Immobilien investiert hatte, der hat dann auf jeden Fall einen guten Schnitt gemacht. Aber grundsätzlich muss man diese Assetklasse vor allen Dingen als Kapitalanleger auch noch berücksichtigen, weil sie steht auch zur Verfügung. So, und bevor wir jetzt dezidiert einsteigen, will ich Ihnen nochmal eine Übersicht zeigen an Möglichkeiten, wie Sie denn in diese Assetklassen investieren können. Weil wir reden heute ja sehr über Zertifikate, ETFs, Fonds, das hatten wir auch kurz angefragt. Das sind alles Instrumente, mit denen Sie im Prinzip eine Assetklasse abbilden können. Aber die Assetklasse an sich, für die müssen Sie sich erstmal grundsätzlich entscheiden. Was Sie dann für ein Instrument nehmen, das klären wir dann im Folgenden. Und Sie können in Deutschland in der Regel haben Sie verschiedene Möglichkeiten, um diese Assetklassen zu erwerben. Sie können Einzelaktien kaufen, Edelmetalle physisch erwerben. Sie können aus einer großen Gruppe von Zertifikaten wählen. Sie können Anleihen direkt kaufen, Immobilien direkt kaufen oder auch über Fonds und ETFs in viele dieser Assetklassen investieren. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt für jede einzelne Assetklasse einmal kurz an. Also nehmen wir das erste Beispiel Aktien. Sie können die Aktie direkt kaufen. Sie können einen Aktienfonds kaufen, Sie können ETF auf dem Aktienindex kaufen oder Sie können Zertifikate auf Aktien kaufen. Alle vier Gattungen stehen mehr oder weniger ähnlich nebeneinander, mit Ausnahme des Direktkaufs der Aktie, weil bei Fonds, ETFs und Zertifikaten haben Sie in der Regel noch eine Gebührenkomponente, die Sie bei dem Direktkauf nicht haben. Warum es dann trotzdem sinnvoll sein kann, Fonds, ETFs oder eben Zertifikate zu kaufen, da kommen wir später noch hinzu. Was Sie auch machen können, ist in Aktien investieren mit einem Hebel. Hebel, das ist ähnlich wie bei der Immobilienfinanzierung, ne? Kleiner Anteil Eigenkapital, großer Anteil Fremdkapital. So funktionieren im Prinzip auch Hebelprodukte. Und da können Sie direkt über Optionen und Futures, über die Optionsbörsen in den Markt einsteigen. Sie können Optionsscheine handeln, die zählen auch zu der Gruppe der Zertifikate, genauso wie die Knockouts und Faktorzertifikate. Das heißt, es gibt verschiedene Hebelprodukte. Da verstärkt sich dann die Wirkung der Aktienperformance und das sorgt natürlich nicht nur für steigende Chancen, sondern auch für steigende Risiken, also einen Kapitalverlust. Totalverlust des Kapitals ist da natürlich viel eher möglich und bei Futures sogar können Sie mehr verlieren als das Geld, was Sie eingesetzt haben. Insofern ist diese Gruppe der Optionen und Futures in der Regel nur für sehr wenige Privatpersonen handelbar. Anleihen. Da will ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Im Prinzip genau ähnlich wie bei Aktien auch. Sie können Anleihen direkt kaufen oder über verschiedene Instrumente Anleihen abbilden. Dann kommen wir zum Thema Immobilien. Da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Deswegen sollten Sie sich sozusagen auch bei der Wahl der Zertifikate im Prinzip darauf konzentrieren, dass eben Immobilien faktisch nicht handelbar sind. Also Sie können natürlich eine Immobilie direkt kaufen als Kapitalanlage zur Eigennutz. Sie können offene oder geschlossene Immobilienfonds erwerben. Aber so richtige Immobilien-ETFs, jetzt mal abgesehen
Immobilienaktien, aber da wären wir wieder im Aktienbereich, nicht in so einem Immobiliensektor. Gibt es in dem Sinne nicht auch richtige Zertifikate auf Immobilien? Direkt gibt es nicht und Hebelprodukte in der Regel auch nicht. Wobei, wenn Sie direkt eine Immobilie finanzieren, dann haben Sie da ja schon Ihren Hebel. Insofern ist das eigentlich, ist der Direktkauf einer Immobilie, wenn Sie es nicht voll aus Eigenkapital finanzieren, im Prinzip auch ein Hebelprodukt. Ja, also das ist diese Asset-Klasse und Rohstoffe. Das ist auch einer der Gründe, warum die Zertifikate so beliebt sind in Deutschland. Weil sie können Rohstoffe in der Regel nicht direkt kaufen. Ausnahme hier Gold, Silber, Platin, vielleicht noch Palladium. Aber die, vor allen Dingen Gold können sie auch physisch direkt erwerben. Deswegen ist hier noch ein kleines Fragezeichen beim Direktkauf von Rohstoffen. Aber wenn wir jetzt mal das Beispiel machen, Öl, Öl der Nordseesorte Brent, das können sie so direkt nicht kaufen. Sie können zwar irgendwie an die Tankstelle fahren und da Benzin abfüllen, aber Benzin ist nicht direkt Öl, sondern ein sogenannte das Derivat aus Öl und das heißt also, Sie können nicht direkt Öl kaufen. Sie können auch keinen Fonds kaufen, der direkt Öl nachbildet. Was, warum hier auch ein Fragezeichen dahinter steht, ist, es gibt Fonds, die in Ölaktien oder in Rohstoffaktien investieren, aber dann wären wir wieder im Aktienbereich. Und es gibt Fonds, die mehrere Rohstoffe kombinieren und dann auch wieder investierbar werden. Das gleiche gilt auch für ETFs, aber da haben Sie nie direkt einen Rohstoff, sondern immer nur eine Gruppe aus Rohstoffen. Von daher ist das auch nur eingeschränkt möglich. Und die einzige Möglichkeit, beispielsweise auf den Ölpreis, vom Ölpreis mehr oder weniger direkt zu partizipieren, das geht nur über Zertifikate. Und da gibt es Anlagezertifikate und natürlich auch Hebelprodukte. Hebelprodukte sind klassischerweise Optionen und Futures, womit sich professionelle Anleger absichern, die tatsächlich Öl verarbeiten. Und das gibt es auch viele Rohstoffe. Das heißt also, wenn Sie, für Sie der Rohstoffsektor interessant ist, kommen Sie an Zertifikaten in der Regel gar nicht vorbei. So, und jetzt steigen wir ein in das Thema Zertifikate. Wir können gerne unterbrechen, falls irgendwelche Fragen sind, beziehungsweise falls ich zu schnell spreche, bitte einmal kurz Handzeichen heben und dem Moderator Bescheid sagen. Dann würde ich ein bisschen langsamer werden. Herr Wilhelms, ich kann kurz ein Update geben. Bisher sind nur kleinere Fragen aufgelaufen und die drehen sich vor allem um die Aufzeichnung. Ja, meine lieben Zuschauer, es gibt eine Aufzeichnung, also Sie können sich das Webinar auch im Nachgang nochmal ansehen, falls es tatsächlich zu schnell gehen sollte. Aber Herr Wilhelms, ich habe nicht den Verdacht, dass es zu schnell geht, sonst würden wir bestimmt mehrere Fragen reinbekommen. Also machen Sie gerne Okay. weiter und Sie, liebe Webinarteilnehmer, dürfen natürlich weiterhin Fragen stellen. Ja, und hier kommen wir zu dem Bereich, wie so ein Disclaimer oder der langweilige Teil. Aber das müssen Sie sich natürlich auch erstmal auf den Weg mitgeben. Ich meine, 50% haben ja schon Zertifikate gehandelt. Insofern ist das nicht viel Neues. Aber grundsätzlich sind Zertifikateinhaber Schuldverschreibung. Das bedeutet, sie werden in der Regel von einer Bank herausgegeben und sie haben damit ein Mittentenrisiko. Also ganz egal, von welchem Emittenten Sie Zertifikate kaufen und was draufsteht, ob Sie sich auf Öl beziehen, auf Gold beziehen, auf die Allianz-Aktie, auf Wirecard oder den DAX. Sie haben Emittentenrisiko, in unserem Beispiel von der Commerzbank. Das heißt also, wenn die Commerzbank als Emittent dieser Zertifikate ausfallen sollte, haben Sie einen Anspruch gegenüber der Commerzbank. Wenn die Commerzbank diesen Anspruch nicht erfüllen kann, dann kann es sein, dass Sie hier einen Teil Ihres Geldes verlieren, obwohl der Basiswert, auf den sich das Zertifikat bezieht, gar nicht in dem Sinne sich bewegt hat. Insofern müssen Sie das Emittentenrisiko berücksichtigen. Sie können das beispielsweise beim Deutschen Derivateverband einsehen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie hoch denn eventuell ein Ausfallrisiko einer Bank ist. Aber da sollten Sie auf jeden Fall grundsätzlich darauf achten, dass Sie oder im Hinterkopf behalten, dass Zertifikate ein Emittentenrisiko haben. Nichtsdestotrotz, wir sehen das ja auch bei uns, die meisten Zertifikate haben eine Laufzeit. In der Regel kaufen die Kunden zwischen 9 und 12 Monaten. Und in der Regel kann man so für rund ein Jahr ja ganz gut einschätzen, wie es um die Bonität gestellt sein kann. Ja, grundsätzlich können Zertifikate wie Aktien auch an der Börse gehandelt werden. Die können sogar außerbörslich gehandelt werden. Von 8 bis 22 Uhr geht das börsentäglich. Und von daher ist es relativ einfach, über Zertifikate eben in den Markt einzusteigen und genauso schnell kann man die Zertifikate auch wieder verkaufen. Das Gute bei Zertifikaten ist, es gibt einen Market Maker, das ist in diesem Fall die Commerzbank. Das heißt also, wir stellen fortlaufend An- und Verkaufskurse. Das heißt, Sie müssen nicht darauf warten, dass gerade jemand dieses Zertifikat kauft oder verkauft, damit Sie es überhaupt handeln können. Wir als Commerzbank stellen sicher, dass Sie zumindest für eine gewisse Privatkundenordergröße immer die richtige Liquidität haben. Das heißt, Sie können dann jederzeit auch das Zertifikat kaufen oder verkaufen. Hier vielleicht noch ein Tipp
eines Experten. Wir gucken uns ja gleich auch ein, zwei Beispiele an im Bereich Discount-Zertifikate. Außerhalb der Handelszeit, der Kernhandelszeit, kann es sein, dass die Zertifikate etwas teurer sind im Unterschied zwischen An- und Verkaufskurs. Wir nennen das bei uns Spread, also die Differenz zwischen dem An- und Verkaufskurs. Wenn ich also in einer Sekunde gleichzeitig kaufe und verkaufe, dieser Unterschied, der ist außerhalb der Kernhandelszeit des Basiswerts höher als während der Kernhandelszeit. Also ein Beispiel, wenn Sie ein Zertifikat auf die Allianz-Aktie handeln möchten, dann tun Sie das bitte börsentäglich, wenn es passt, zwischen 9 und 17.30 Uhr, weil da ist der Xetra-Handel offen und da haben Sie die besten Preise für die Allianz-Aktie und das ist für uns als Emittent wichtig, weil wir gehen generell im Prinzip kein Risiko mit Zertifikaten ein. Das bedeutet also, wir wetten auch nicht etwa gegen Sie als Kunden. Das heißt, wenn Sie was kaufen und gewinnen, verlieren wir und umgekehrt, wenn Sie verlieren, gewinnen wir. Das ist ein Irrglaube. Das dürfen wir als Bank auch gar nicht in der Form. Das heißt also, wir, wenn Sie ein Zertifikat auf die Allianz-Aktie kaufen, kaufen wir hier im Handel. Ich sitze hier im Händlersaal, dem größten in Europa, in Frankfurt bei der Commerzbank. Und wir haben hier eine Reihe von Händlern sitzen und die kaufen sozusagen dann auch gleichzeitig, wenn Sie das Zertifikat kaufen, die Allianz-Aktie, um eben das Risiko der Kursveränderungen bei der Allianz-Aktie auf Null, aus unserer Sicht auf Null zu setzen. Das heißt also, steigt der Kurs des Zertifikats, steigt die Allianz-Aktie auch. Das heißt also, wenn Sie einen Gewinn machen, machen wir den mit der Allianz-Aktie auch und können den 1:1 an Sie weitergeben. Also wir haben im Prinzip weder einen Gewinn noch einen Verlust, wenn Sie einen Gewinn oder einen Verlust haben. Was ist dann das Geschäftsmodell dahinter? Im Prinzip, wir kaufen die Komponenten am Markt ja ein, um Zertifikate abzubilden. Gucken uns gleich die Discount-Zertifikate ja auch nochmal genauer an. Die bestehen nämlich aus zwei Komponenten. Sie könnten die auch selber nachbauen. Und wir verkaufen Ihnen dieses Zertifikat etwas teurer, als es am Markt zu kaufen wäre. Das ist so die Grundidee. Und an dieser Differenz, daran verdienen wir Geld. Und wir verpacken Ihnen das Produkt, damit es für Sie einfacher ist. Und diese Service-Dienstleistungen, die bezahlen Sie sozusagen bei Zertifikaten. Und es gibt verschiedene Produkte. Wir teilen grundsätzlich die Zertifikate zwischen Anlage- und Hebelprodukte auf, aber das gucken wir uns jetzt im Detail auch nochmal an. Und hier sehen Sie die Übersicht. Und zwar, wie können Sie Zertifikate einsortieren auf, im Vergleich zu den Risiken der einzelnen Assetklassen? Wie gesagt, da gibt es auch innerhalb der Assetklassen große Unterschiede und diese Grafik soll Ihnen eigentlich nur rudimentär vereinfacht darstellen, wie es um ein Risiko und mögliches Renditegefüge geht. Also wir fangen hier ganz unten links in der Ecke an mit den Immobilien. Und die sind laut dieser Grafik hier, Rendite-Risiko, ziemlich weit unten. Das gilt natürlich nicht für alle Immobilien und auch nicht für jeden, aber so ganz grundsätzlich, es gibt ja auch von der Commerzbank einen großen offenen Immobilienfonds, der wird beispielsweise als mündelsicher klassifiziert. Das heißt, wenn jemand als für jemand anderes das Vermögen verwaltet und offiziell dazu bestellt ist, darf er solch eine Anlage kaufen, weil er sich sozusagen da im mündelsicheren Bereich bewegt. Also insofern, auch wenn natürlich Immobilien, offene Immobilienfonds auch Risiken hatten, das wissen wir, aber nichtsdestotrotz eher eine sichere Anzahl. Nächste Stufe sind Anleihen, da gibt es auch eher risikoarme und risikoreichere. Aktien sind dann schon deutlich risikoreicher in der Regel. Rohstoffe werden in der Regel etwas risikoreicher noch als Aktien dargestellt und ganz rechts oben, da werden dann zum Beispiel Hebelwertpapiere wie Knockouts oder Faktorzertifikate angesiedelt. Und was wir dann sehen, dieser gelbe Bereich, das sind im Prinzip Produkte, um die wir uns heute auch kümmern. Das sind Discount-Zertifikate und vor allen Dingen Aktienanleihen. Ich habe ja auch nochmal die Bonuszertifikate reingenommen. Und grundsätzlich können Sie, Sie sehen diesen gelben Bereich, der geht von links unten eigentlich bis rechts oben, sogar über Rohstoffe hinaus. Also das Rendite-Risikoprofil von diesen Zertifikaten kann halt von sehr konservativ, also noch konservativer als eine Anleihe, bis hin zu sehr risikoreich, auch risikoreicher als ein Rohstoff dienen. Das heißt also, je nach Ausgestaltung des jeweiligen Produktes kann es mehr oder weniger Risiko haben. Und um hier jetzt den Kreis zu schließen zu unserem Thema heute, wir suchen ja was zwischen Anleihe und Aktie, da sehen Sie, da ist der größte Bereich. Und da sind auch die meisten Kunden, die Discount-Zertifikate und Aktienanleihen handeln, sind diejenigen, die weniger Risiko als Aktien haben möchten, aber mehr Rendite als bei Immobilien oder Anleihen. Das ist so die grobe Kategorie der Anleger, die wir hier sehen. Das heißt also, Sie können zwar auch mit einem Discount-Zertifikat mehr Risiko eingehen als mit einer Aktie, aber ich glaube, der DDV hat, Deutsche Derivateverband hat auch eine Statistik,
über 60% bis 70% der Discount-Zertifikate, die gekauft werden, weisen weniger Risiko als die Aktien auf. Also Sie können hier mit einem Produkt agieren und weniger Risiko als die Aktie gehen, aber mehr als die Anleihe. Und warum kann das für Sie interessant sein? Wir haben uns ja gerade mit den Zinsen zu Beginn der Präsentation beschäftigt. Und die Zinsen sind sehr niedrig, haben wir ja gerade gesehen, was im Gegenzug bedeutete, dass die Anleihepreise sehr stark gestiegen sind. Das Gleiche ist mit den Aktien. Na, also wir haben eine Assetpreisinflation, sagt man bei uns. Warum? Immobilienpreise sind stark gestiegen in den letzten 10 Jahren, Anleihen stark gestiegen in den letzten 10 Jahren, Aktien stark gestiegen in den letzten 10 Jahren, Rohstoffe nicht ganz so. Aber diese drei Assetklassen sind stark gestiegen. Und wenn Sie vor 10 Jahren darüber nachgedacht haben, eventuell Aktien zu kaufen, dann war das eine völlig andere Ausgangslage als heute. Und wir haben ja heute den Börsengang von Aramco gesehen, 1,8 Billionen US-Dollar wert. Nur zum Vergleich, der DAX ist gerade ungefähr 1,4 Billionen Dollar wert. Haben wir das vorhin angeguckt. Das heißt also, Sie sehen, da ist ein Unternehmen an die Börse gegangen, was mehr wert ist als die 30 größten DAX-Aktien. Also insofern, und auch wenn Sie in die USA gucken, ich sage immer, die Amerikaner gucken auf den deutschen Aktienmarkt, wie wir auf den österreichischen Aktienmarkt gucken. Also im Vergleich zu den US-Schwergewichten ist der DAX einfach nur Kleinstunternehmen. Also nicht Kleinstunternehmen, aber zumindest würden das da die wenigsten Unternehmen überhaupt ansatzweise zu den Top-Holdings in den USA zählen, ne? Also auch Apple zum Beispiel über 1 Billion, genauso wie Microsoft wert. Die sind 60 bis 70% alleine eins dieser Unternehmen so viel wert wie der DAX. So. Also Sie sehen, also vor 10 Jahren war das noch anders. Heute sind die alle Assetklassen bis auf Rohstoffe stark gestiegen. Und jetzt kann es natürlich die nächsten 10 Jahre weiter so gehen. Das weiß aber keiner von uns. Und wenn Sie ein Investor sind, der vielleicht damit rechnet, dass es nicht so immer so weitergeht, dann müssen Sie halt irgendwann umdenken und was anderes machen. Und die Alternativen werden immer kleiner. Und da können halt eben Discount-Zertifikate, Aktienanleihen eine interessante Alternative, vor allen Dingen zur Aktie sein, weil Sie da eine Rendite erzielen können, obwohl die Aktie fällt. Und wie das geht, das zeige ich Ihnen jetzt gleich. So, bevor wir da genau drauf einsteigen, hier nochmal ein zweiter Grund für Zertifikate. Und zwar, wenn Sie Aktien, Anleihen oder Rohstoffe, wenn Sie da investieren, dann gehen Sie im Prinzip immer von steigenden Kursen aus. Das ist Ihre Markterwartung. Das hatte ich eben gerade ja auch schon gesagt. Wenn Sie diese Erwartung nicht haben, können Sie eigentlich keine Aktien kaufen. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Aktien fallen, kauft keine Aktien. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Anleihepreise fallen, kauft keine Anleihen. Und wenn Sie davon ausgehen, dass die Rohstoffpreise fallen, sollten Sie ja keine Rohstoffe kaufen. Was machen Sie also? Das Geld auf dem Konto liegen lassen, dann ruft irgendwann die Bank an, sagt, sie will 0,5% Gebühren. Was machen Sie dann? Das Geld abheben, im Bar irgendwo lagern, alles schwierig. Und die Inflation frisst dann gleichzeitig auch noch Ihr Vermögen auf, in Immobilien investieren, die sind aber auch alle teuer geworden. Also Zertifikate und deswegen diese drei Pfeile, da können Sie eben auch davon profitieren, dass der Markt nur seitwärts läuft oder sogar fällt. Und das geht nicht nur mit Hebelprodukten, vor allen Dingen auch mit Anlagezertifikaten wie Discountzertifikaten und Aktienanleihen. Und deswegen kann das vor allen Dingen in der Phase sein, nicht nur, wo Sie sagen, ich glaube an eine gewisse Assetklasse nicht mehr, sondern auch in der Phase sein, wo eben die Märkte insgesamt unter Druck geraten. So, ganz grundsätzlich hier eine Folie zum Thema Discountzertifikate, aber ich springe da mal eben drüber. Grundsätzlich können Sie Discountzertifikate auf Aktien und auf Rohstoffe erwerben. Also vor allen Dingen beliebt zurzeit, kleiner Tipp vielleicht auch am Rande, können Sie mal drauf gucken, Discount-Zertifikate auf Öl. Da kriegen Sie mich teilweise auch, weil die Terminkurve vom Öl gerade ganz interessant ist, in Anführungsstrichen aus Anlegerperspektive. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber gucken Sie sich mal an, da kann man durchaus interessante Risikorenditeprofile erzielen. Aber grundsätzlich für Sie die Möglichkeit, also wenn Sie ein Discount-Zertifikat kaufen, können Sie es auf Aktien kaufen, Aktienindizes oder Rohstoffe. Und der Grundprinzip ist beim Discount-Zertifikat, Sie haben eine Gewinnbegrenzung, Cap, darum dreht sich eigentlich alles. Es gibt eine feste Laufzeit und Sie investieren im Prinzip in einen Basiswert, also wie gesagt, eine Aktie und haben eine Gewinnbegrenzung. Das ist sozusagen der große Nachteil, ne? Also wenn Sie Netflix sehen und an Netflix glauben, sollten Sie kein Discount-Zertifikat kaufen, sondern das machen Sie aus anderen Motiven. Und welche das sind, das gucken wir uns jetzt an. Und ich habe ja ein Beispiel genommen.
Das ist nicht zufällig gewählt. Das ist Wirecard. Aktie hat ja auch jetzt gerade wieder für Furore gesorgt. Ich habe gestern die Kurse hier aktualisiert. Da war, stand die Aktie noch bei 111, heute bei 103. Aber die Wirecard-Aktie und das Discount-Zertifikat auf Wirecard ist bei uns aktuell meistgehandelte Discount-Zertifikat-Basiswert. Wirecard an sich auf Platz, ich glaube, 3 der beliebtesten Basiswerte bei der Commerzbank im Zertifikatebereich über alles. Das heißt also, Wirecard ist zurzeit sehr interessant, vor allen Dingen im Bereich Discount-Zertifikate, zumindest was die Anleger machen. Deswegen habe ich dieses Beispiel gewählt. Und hier gucken wir uns jetzt mal an, was denn so die Motivation ist. Und daran kann man vielleicht am besten die Funktion eines Discount-Zertifikats erklären und was man hier für eine Erwartung hat. Also, wir fangen an, ganz einfach. Sie haben einen Kurs von Wirecard, 111 Euro. Wie gesagt, Daten von gestern. Sie haben bei diesem Zertifikat hier einen Cap von 100 Euro. Der Cap liegt also unterhalb des aktuellen Kurses. Manche denken immer, das geht nicht. Doch, das geht. Und das ist auch der häufigste Fall, warum Investoren Discount-Zertifikate kaufen. Und der Kurs des Discount-Zertifikats, die dritte Spalte, die Sie hier sehen, der liegt bei 92,51 Euro. Der ist wichtig, weil zu diesem Preis kaufen Sie dieses Zertifikat, was eine Gewinnbegrenzung hat. Das ist ja der Cap von 100 Euro. Und die Aktie ist selbst bei 111 Euro. Und was bedeutet das jetzt? Dieses Zertifikat hat eine Laufzeit bis März 2020. Das heißt also rund 3 Monate von jetzt aus gesehen. Und Sie werden dann, wenn Sie zum Beispiel auf unserer Webseite schauen oder bei Finanzen.net, Sie finden gewisse Kennzahlen zu diesem Produkt. Und ich habe hier mal 3 Kennzahlen dazu mitgebracht. Sie finden die maximale Rendite. Sie finden den Discount. Und dazwischen, das sehen Sie hier, absolut versus P.A. Das habe ich Ihnen alles 3 mitgebracht, damit ich einfach mal erklären kann, was denn wichtig ist. Also hier bei diesem Zertifikat gibt es eine maximale Rendite von 8%. Das ist die absolute Rendite. Was bedeutet das? Also Sie kaufen dieses Zertifikat für 92,51 Euro. Am Ende bekommen Sie 100 Euro, wenn die Aktie, und das ist das große Wenn, oberhalb vom Cap steht zum Laufzeitende, also im März 2020, mehr als 100 Euro, dann bekommen Sie, deswegen heißt es auch nicht Rendite, sondern maximale Rendite, dann verdienen Sie 8% in 3 Monaten. So, und damit Sie im Prinzip einen Überblick haben und wenn Sie nach Zertifikaten suchen, da eben nicht durcheinander kommen, in diesem Fall liegt die absolute, die maximale Rendite P.A. Das heißt aufs Jahr hochgerechnet, sogar bei 27%. Was bedeutet das? So würden Sie das Zertifikat sozusagen nicht 3 Monate halten, sondern es würde 12 Monate laufen und Sie würden es sozusagen die ganze Zeit für diese Kondition bekommen, dann würden Sie nicht 8%, sondern 27% verdienen. Aber das machen Sie natürlich eigentlich nicht, weil Sie bei diesem Zertifikat ja auch nur 3 Monate Haltedauer haben und in 3 Monaten kann der Markt völlig anders sein. Kann es sein, dass Sie mit dem gleichen Zertifikat nur 4% verdienen. Also insofern müssen Sie immer vorsichtig sein beim Vergleichen dieser Zahlen. Ich würde, wenn Sie nicht gerade ein Zertifikat wählen, was ein Jahr läuft, immer auf die absolute Rendite gucken, die hier relevant ist. Also warum sollten Sie dieses Zertifikat kaufen? Sie verdienen hier in 3 Monaten 8%. Hört sich richtig gut an. Und da kommen wir dann zur dritten Zahl und das ist der Discount, weil diese 8% bekommen Sie nämlich nicht immer. Und zwar der Discount steht hier 18%. Der bezieht sich auf den Kurs des Zertifikats, also die 92,51 und vergleicht diesen mit dem aktuellen Kurs der Wirecard-Aktie von 111 Euro. Das heißt, im Umkehrschluss, die Aktie kann 18% fallen im März nächsten Jahres zum Beispiel. Steht die Aktie dann bei 93 Euro und Sie hätten trotzdem, dass die Aktie 18% gefallen ist, keinen Verlust erlitten mit diesem Zertifikat, weil das ist jetzt die zweite Möglichkeit, wenn dieser Cap, die Gewinnbegrenzung, unterschritten wird am Ende der Laufzeit, dann bekommen Sie nämlich eine Aktie geliefert. Und wenn die Aktie 93 Euro wert ist im März 2020, Sie bekommen die ins Depot, dann ist Ihr auch steuerlich gesehen Einstiegspreis bei 92,51. Und jetzt brauchen wir nicht große Mathematik. 92,50 ist weniger als 93, nämlich genau 50 Cent. Das heißt, sie sind sogar noch 50 Cent im Plus. Und jetzt sind wir in dem Szenario bei diesem Zertifikat. Sozusagen die Aktie fällt fast 20%. Sie haben trotzdem keinen Verlust. Die Aktie fällt nur 8% und sie sind immer noch im Gewinn. Und wie das genau aussieht, das sehen wir hier. Und das ist eine relativ komplizierte Folie, aber ich versuche Ihnen das mal so ein bisschen zu erklären. Also hier im
Im Investmentbanking, da lieben wir diese Grafiken. Wir nennen das Auszahlungsprofil am Ende der Laufzeit. Ich versuche Ihnen das mal ein bisschen näher zu bringen. Wir fangen mal mit den Basics an. Also links unten sehen Sie 56 Euro. Diese Skala, die geht bis 168. Das ist der Aktienkurs von Wirecard simuliert. Und das heißt sozusagen, was ist, wenn der Aktienkurs bei 56 ist, bei 67 ist, bei 78 ist, bei 100 ist, bei 120 oder bei 100? 70 oder 168 Euro. Also im Prinzip, unsere Skala gibt an, wo der aktuelle Aktienkurs liegt, und die rechte Skala, die Sie dann sehen, das gibt die Performance Ihres Investments in das jeweilige Discount-Zertifikat und die Aktie an. Und damit Sie jetzt sehen, was für was steht, ist die graue Linie, die im Prinzip von links unten nach rechts oben geht, wo rechts oben auch der Pfeil ist, das ist die Wirecard-Aktie. Und das ist relativ einfach. Wenn die Aktie heute bei ungefähr 112 stehen würde und sie steht in 3 Monaten wieder bei 112 Euro, ne, dann gehen Sie die graue gestichelte Linie hoch und dann sehen Sie, rechts steht 0%. Ja, macht auch irgendwie Sinn. Dividenden lassen wir hier bei diesem Grafik mal unberücksichtigt. Also im Prinzip, wenn die Aktie sich nicht bewegt, verdiene ich auch nichts. Ist logisch. So, dann nehmen wir mal an, die Aktie steigt von 112 auf, jetzt muss ich mal gucken, 100, etwas über 150. Wenn Sie da mal 150 oder 156 mal so eine gedankliche Linie nach oben ziehen, dann kommen Sie ungefähr so bei 40% raus. Das heißt also, diese graue Linie gibt an, ob Sie im Plus sind oder eben im Minus. Also wenn die Aktie auf 56 fällt, dann sind wir fast 50% im Minus. Ja, macht ja auch Sinn, ist ja ungefähr die Hälfte vom Aktienkurs. So weit, so gut. Also das ist noch relativ einfach. Jetzt kommt sozusagen zum Clou, das Gelbe, das ist das Discount-Zertifikat. Und diese gelbe Linie, die bewegt sich unterhalb vom Cap, also sozusagen von 56 bis 100, wo diese gelbe horizontale Linie ist, wo drunter auch steht Cap 100. Eigentlich fast parallel zur Aktie. Und dann gibt es einen Bruch. Und das ist die sogenannte Gewinnbegrenzung. Das heißt, bei 8% in diesem Fall ist Schluss. Und da gibt es eine horizontale gelbe Linie. Das heißt also, Sie können, übersetzt gesagt, mit dem Discount-Zertifikat maximal 8% verdienen. Und jetzt sehen Sie sozusagen, wann ein Discount-Zertifikat sinnvoll ist. Also Sie liegen immer besser, wenn die Aktie fällt. Und Sie liegen sogar immer noch besser bis zum sogenannten Break-Even. Der ist hier rot eingezeichnet. Das heißt also, wenn die Aktie nicht stärker als 123 Euro steigt, dann sind Sie mit dem Discount-Zertifikat entweder gleich oder sogar besser gelaufen als mit der Aktie. Wenn allerdings, und das ist eigentlich das Schlechteste, was Ihnen beim Discount-Zertifikat passieren kann, wenn die Aktie stark steigt, also in diesem Fall über 123 Euro, dann bedeutet das für Sie, dass Sie mit der Aktie besser gelaufen wären als mit dem Discount-Zertifikat. Deswegen habe ich diesen einen Bereich grün und den anderen Bereich rot eingezeichnet. Also sozusagen, wer ein Discount-Zertifikat kauft, der glaubt jetzt nicht an stark steigende Kurse, sondern der ist eher ein bisschen skeptisch. Der glaubt auch an den Rückgang. Natürlich nicht an einen 50% Rückgang. Weil wenn die Aktie 50% fällt, haben Sie zwar mit dem Zertifikat nur 40% verloren, juhu, 10% weniger verloren, aber die meisten, denen ist das dann egal, ob sie in der Benchmark besser oder schlechter dastehen, 40% Verlust tun weh. Insofern, Discount-Zertifikate bieten keinen Schutz vor Kursverlusten, aber in einer gewissen Range, vor allen Dingen hier zwischen 100 und 123, wenn sich die Aktie da bewegt, verdienen Sie immer 8%. Und das, obwohl die Aktie sogar leicht fallen kann. Und das ist der Clou, warum Sie Discount-Zertifikate kaufen können. Und es gibt den einen oder anderen, der sogar sagt, ja, eine Wirecard, wenn ich die im Depot habe, ist gar nicht schlecht, weil wenn das Discount-Zertifikat ausläuft am Ende der Laufzeit und die Aktie unter dem Cap notiert, dann bekommen Sie ja die Aktie ins Depot geliefert und der Einstandskurs ist dann der Kaufkurs des Zertifikats, also zum Beispiel 92 Euro. Und wenn Sie den Kurs mit heute vergleichen, oder gestern vergleichen, 112 Euro, dann haben Sie 20 Euro weniger bezahlt. Das heißt, Sie haben einen viel niedrigeren Einstand. Und wenn Sie grundsätzlich an das Unternehmen glauben, dann ist das durchaus auch eine Strategie, in der Sie die Kursverluste verkraften können. Also insofern, es gibt verschiedene Strategien, um Discount-Zertifikate einzusetzen. Und ich habe Ihnen hier nochmal eine Übersicht mitgebracht, dass Wirecard eben ein Extrembeispiel ist. Und an dieser Tabelle können Sie auch sehen, warum Wirecard eben auch so beliebt ist bei Discount-Zertifikaten. Und zwar haben wir uns hier einmal das Discount-Zertifikat, das zweite in der Reihe, das ist ungefähr das, was wir uns aktuell angeguckt haben. Allerdings hier in diesem Beispiel mit Laufzeit bis Dezember 2020,
Also diese 5 Discount-Zertifikate laufen alle ein Jahr. Und Sie sehen im Prinzip in der ersten Spalte Basiswert, dann der Kurs des Basiswerts, also nicht des Zertifikats, dann den jeweiligen Cap, dann den Discount, also wie stark das Zertifikat weniger kostet als der Basiswert und dann die maximale Rendite aufs Jahr hochgerechnet. In diesem Fall können wir diese Zahl auch nehmen, weil es ungefähr ein Jahr läuft, das Zertifikat. Und jetzt sehen Sie, also Wirecard, wenn Sie einen Cap von 75 Euro nehmen, da haben Sie einen Discount von fast 40% und die Zahlen sind von heute, nicht von gestern. Also da ist der Kursrutsch schon mit eingerechnet und Sie kriegen trotzdem eine Rendite von 14,5%. Und das Gleiche geht auch, wenn Sie einen Cap von 100 nehmen, dann haben Sie einen Abstand zum aktuellen Kurs des Zertifikats von 22% und haben sogar eine Rendite von über 20%. Und jetzt wird es ganz, ganz delikat und jetzt müssen Sie sozusagen auch bei Wirecard die besondere Situation berücksichtigen, weil die Aktie schwankt extrem. Und das sehen Sie in den Konditionen des Zertifikats. Und das sehen Sie ganz eindeutig beim DAX. Denn das dritte Zertifikat, was ich hier ausgesucht habe, ein Discounter, das ist eins auf dem DAX. Das hat auch einen Discount, sogar etwas mehr von 24% im Vergleich zu einem Wirecard-Discount-Zertifikat. Aber das ganz Krasse ist, dass die Rendite liegt beim DAX nur bei 1,1% und nicht bei 20%. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt das zustande? Woher kommt dieser Riesenunterschied? Und da können wir uns noch ein bisschen an Markowitz erinnert fühlen. Das heißt also, die Diversifikation im DAX führt dazu, dass der DAX viel weniger schwankt als natürlich die Wirecard-Aktie. Und deswegen ist zumindest was der Markt aktuell sieht, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass der DAX in einem Jahr über 10.000 Punkten steht. Und deswegen gibt es hier faktisch kaum Rendite. Und vor dem Hintergrund muss man sich halt überlegen, inwieweit man hier investieren möchte. Der DAX hat auch keine Dividenden. Also viele sagen ja, es gibt keine Dividenden bei Discount-Zertifikaten, deswegen sind sie ein Nachteil. Ist aber eigentlich kein Nachteil, weil die Dividende wird in die Konditionen mit eingerechnet. Also wenn Sie einen Wert haben, Sie sehen es darunter wie die Allianz, dann ist die Dividende, die Allianz zahlt, die ist ja durchaus bei fast 5%, die ist in den Konditionen des Discount-Zertifikats mit eingerechnet. Und deswegen habe ich das dritte Beispiel Allianz noch mit reingebracht, weil wenn Sie so einen hohen Cap haben, so einen niedrigen Cap haben von 170 Euro bei der Allianz-Aktie, die ja gerade bei 216 steht, das ist ein Discount von 23%, dann nützt es Ihnen nicht, dass Sie eine hohe Dividende haben, weil dieses Jahr bei knapp 10 Euro bei der Allianz-Aktie, weil selbst wenn Sie 10 Euro abziehen, sind Sie bei 206 Euro. Das ist immer noch weit weg von den 170. Deswegen ist die Rendite hier trotzdem nur bei 1,8%, aber immerhin ein bisschen besser als beim DAX. Aber wenn Sie sehen, wenn Sie dann einen Cap nehmen, der bei der Allianz-Aktie in der Nähe des aktuellen Aktienkurses liegt, 220 ist der Cap, da haben Sie einen Discount von nur 8%. Also Sie zahlen auch heute weniger für das Discount-Zertifikat als die Allianz-Aktie. Aber im Gedanken 5% Dividendenrendite noch berücksichtigen. Oder 4. Und Sie haben aber hier eine Rendite aufs Jahr hochgerechnet von 10%. Also diese Tabelle ist im Prinzip wichtig, um zu verstehen, dass nicht jedes Discount-Zertifikat gleich ist. Also es gibt verschiedene Konditionen, es gibt verschiedene Laufzeiten, verschiedene Basiswerte und verschiedene Ausgestaltungen. Und somit können Sie als Anleger bei uns aus über 30.000 Discount-Zertifikaten aussuchen. Und Sie können im Prinzip alle diese Parameter selbstständig verändern. Das heißt, Sie können sagen, ich möchte einen höheren Cap, einen niedrigen Cap, ich möchte eine andere Aktie, ich möchte Öl, ich möchte eine andere Laufzeit und. Sie haben volle Flexibilität. Und es ist im Prinzip so, als würden Sie in den Supermarkt gehen. Sie finden dort hoffentlich das richtige Produkt. Der Supermarkt weiß ja auch nicht vorher, Sie gehen rein und kaufen Butter und Milch. Würde er nämlich nur Butter und Milch für Sie anbieten, wenn er das vorher wüsste? Nein, der Laden ist voll. Und im Zweifel gibt es da Produkte, die Sie vielleicht gar nicht interessieren. So ist das im Zertifikatebereich auch. Der Laden ist voll. Die Commerzbank hat aktuell fast 180.000 Zertifikate, davon rund 30.000 Discount-Zertifikate im Angebot. Die sind bei weitem nicht alle für Sie interessant. Aber wenn Sie in den Supermarkt gehen, wollen Sie auch, dass die Butter da ist, die Sie haben wollen. Nützt Ihnen ja nichts, wenn der Supermarkt alles hat, nur keine Butter und Sie wollten gerade Butter kaufen. So ähnlich machen wir das auch. Deswegen gibt es so viele Produkte. Und Sie können bei uns auf der Webseite relativ einfach Discount-Zertifikate suchen und selektieren. Und das können Sie beispielsweise auch in anderen Portalen, so auch zum Beispiel bei Finanzen.net. Das Kursverhalten während der Laufzeit, das ist nicht identisch mit dem Aktienkurs. Es hängt davon ab, wo der Cap liegt. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil wir wollen uns ja noch die Aktienanleihen ganz kurz anschauen. Bonuszertifikate springe ich auch kurz drüber hinweg.
Und kommen wir zu den Aktienanleihen. Grundsätzlich bei den Aktienanleihen sind eigentlich fast identisch vom Rendite-Risikoprofil wie Discount-Zertifikate. Ist eigentlich dasselbe. Nur es funktioniert von der Art und Weise anders. Und da fühlen sich vielleicht die Anleger angesprochen, die bisher Anleihen gehandelt haben. Die kommen mit Aktienanleihen besser klar, weil eine Aktienanleihe wird technisch gesehen wie eine Anleihe gehandelt. Die notiert nicht in Euro, sondern in Prozent. Es gibt Stückzinsen, es gibt einen Coupon, Zinszahlung. Das gibt es bei Discount-Zertifikaten nicht. Also Discount-Zertifikat ist eher wie ein Aktienhandel von der technischen Struktur. Aktienanleihen, wie der Name auch schon sagt, werden eher wie eine Anleihe gehandelt und deswegen kommt das eher den Anlegern entgegen, die anleiheaffin waren oder sind. Und bei Aktienanleihen ist im Prinzip ähnliche Motiv wie beim Discount-Zertifikat auch. Sie haben so eine Mischung aus einer Anleihe und einer Aktie. Hier mit dem großen Unterschied, dass sie einen Coupon haben, aber die Rückzahlung. Das ist im Prinzip auch identisch. Entweder bekommen Sie die Rückzahlung bei einer Aktienanleihe zu 100% nominal plus Zinsen. Zinsen bekommen Sie immer, sehen Sie. Oder wenn der Basispreis unterschritten wird am Ende der Laufzeit, also wenn die Aktie gefallen ist, dann bekommen Sie eine Anzahl von Aktien geliefert. Das zieht sich mal auf den Nominalwert und die Zinsen bekommen Sie auf jeden Fall. Also im Prinzip, um das kurz zu verdeutlichen, die Zinsen sind, was die Zinsen bei einer Aktienanleihe sind, ist der Discount oder die Rendite beim Discount-Zertifikat und die Anzahl der Aktien, der Basispreis, den Sie hier sehen, der entspricht in etwa dem Cap. Also so können Sie ungefähr diese Produkte vergleichen. Und ich habe hier jetzt auch nochmal bei der Aktienanleihe Classic Ihnen unser vielgeliebtes Auszahlungsprofil mitgebracht und Sie sehen hier die blaue Linie, das ist der Basispreis und die schwarze Linie, das ist die Aktie. Das ist hier jetzt kein konkretes Beispiel und Sie sehen, im Prinzip sieht das so ähnlich aus wie bei den Discount-Zertifikaten, was wir uns angeguckt haben. Nur der Unterschied ist halt diese Linie, der Bereich zwischen der gelben und der schwarzen Linie, das ist nicht der Discount, sondern in diesem Fall der Zinssatz. Und wie beim Discount-Zertifikat auch, eine Aktienanleihe ist halt eben maximal begrenzt. Sie bekommen die Zinsen plus nominal 100%. Insofern können Sie auch hier an weiteren Kurssteigerungen nicht partizipieren. Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Und wir haben ja noch versprochen, dass wir eine Frage- und Antwortrunde machen. Und ich würde sagen, sofern da jetzt zu Aktienanleihen jetzt keine weiteren Fragen sind, bin ich schon fast am Ende mit meinem Vortrag. Jawohl, Herr Wilhelms. Entschuldigung, jetzt fange ich schon an, hier mich zu verhaspeln. Herr Wilhelms, jetzt haben wir es noch mal ganz genau. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Das war sehr spannend, wie ich finde, und Sie haben wirklich sehr gut die einzelnen Zertifikateklassen erklärt. Ich glaube, jetzt habe ich das auch endlich mal verstanden. Und wir haben tatsächlich derzeit nicht viele Fragen im Plenum. Eine einzige Frage, die würde ich Ihnen gerne jetzt schon mal stellen von einer Webinarteilnehmerin, die bezieht sich auf die Discount-Zertifikate. Sie fragt, ob man ein Discount-Zertifikat auch vor Laufzeitende verkaufen kann, falls die Aktie, also der Basiswert, besser läuft. Ist das denn möglich? Ja, also es ist tatsächlich so und das ist hier der Kursverhalten während der Laufzeit, das orientiert sich natürlich am Basiswert und das Discount-Zertifikat kann jederzeit geh- und verkauft werden, eben zum aktuellen Preis und der lässt sich einfach berechnen. Und wenn jetzt beispielsweise ich ein Discount-Zertifikat auf die Wirecard-Aktie kaufe heute und der Aktienkurs steigt morgen auf 110, übermorgen auf 120 und Ende der nächsten Woche dann schon bei 160, dann würde es so sein, dass meine maximale Rendite bei dem Discount-Zertifikat, nämlich hier von 8%, zwar nicht vollständig, aber fast vollständig erreicht werden würde. Also dann könnte das sein, dass der Preis des Discount-Zertifikats nicht mehr bei 92 steht, sondern bei 98 oder 99. Und dann kann ich schon vorzeitig verkaufen und habe vorzeitig sozusagen auch einen Großteil der Rendite gemacht. Also das ist jederzeit möglich. Das gilt natürlich auch, wenn die Aktie weiter fällt. Dann wird auch das Discount-Zertifikat im Kurs fallen. Und es reagiert aber nicht ganz eins zu eins auf die Kursbewegung, sondern es hängt davon ab, wo der Cap liegt. Ja, Herr Wilhelms, vielen Dank auch für die Beantwortung dieser Vielleicht. Frage. Derzeit gibt es keine weiteren offenen Fragen. Liebe Dann würde ich. Webinarteilnehmer, Sie haben jetzt noch einmal die Chance, etwas zu schreiben. Und Herr Wilhelms, Sie wollten noch etwas hinzufügen.
Genau, also ich würde dann gerne noch einmal zeigen, wie Sie denn ein Discount-Zertifikat aussuchen bei uns auf der Webseite, weil ich denke, das könnte sein, dass das für viele noch, dass das für viele sehr interessant ist. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Während Sie nach der richtigen Seite suchen, habe ich gerade mal den Link zu unserem Webinar-Newsletter an Sie herumgeschickt, liebe Webinar-Teilnehmer. Wenn Sie vielleicht neu sind, weil Zertifikate-Webinare haben wir hier nicht so oft und Sie jetzt vielleicht gerade wegen dieses Zertifikate-Webinars hier dabei sind, also wenn Sie nicht so oft hier dabei sind, dann können Sie sich gerne dort eintragen. Dann bekommen Sie einen Newsletter, wenn wieder ein neues Webinar stattfindet und so verpassen Sie auch keine Veranstaltung mehr. Herr Wilhelms, ich glaube, Sie haben inzwischen die Seite aufgerufen. Dann dürfen Sie Genau. gerne wieder übernehmen. Ja, also unter zertifikate.commerzbank.de wird unser Angebot für Zertifikate zusammengefasst. Und es gibt verschiedene Menüpunkte oben auf Produkte. Da bekommt man dann eine Übersicht aller Produkte. Und wenn man dann auf die Produkttypen klickt, dann gibt es hier so halb in der Mitte Discount-Zertifikate, Klassik. Und wenn wir dann nochmal das Beispiel nehmen, Wirecard, wenn ich dann aktuell dieses Zertifikat noch raussuchen möchte, dann gebe ich hier bei Basiswerten einfach, fange ich an mit Wirecard zu schreiben und dann finde ich das. Ich kann natürlich auch nach Basiswerttypen erstmal selektieren. Wie gesagt, Edelmetalle, Energie, das waren die Rohstoffe, die ich angesprochen hatte. Und ach, da fällt mir ein, ich nehme mal am besten eins auf Öl. Ich hatte das ja kurz angesprochen. Und da gibt es verschiedene Basiswerte. Und wir nehmen mal eins bis Dezember 2020. Wobei das Zertifikat dann jeweils nur bis Oktober läuft. Und hier rechts aktualisiert sich der View immer. Und hier links kann ich jetzt im Prinzip alle möglichen Einstellungen vornehmen. Und wir können jetzt hier beispielsweise beim Discount einmal suchen. Nehmen wir mal, wir wollen einen Discount von 20%. Gebe ich mal bis 21% ein. Und dann spuckt uns das System ein Zertifikat noch aus. Also so schnell geht es. Ne? Aus über 30.000 Produkten kriege ich jetzt mit zwei, drei Klicks nur ein Produkt für meine Auswahl. Und hier in diesem Fall, wenn ich dann draufklicke, dann bekomme ich eine Übersicht über das Produkt. Da sehe ich dann auch den Chart und alle richtigen Kennzahlen. Und dieses Zertifikat hat einen Cap von 50 US-Dollar. Das bezieht sich auf den Ölpreis. Der steht aktuell bei 59 US-Dollar. Das heißt, 9 Dollar sozusagen ist der Unterschied. Und zahlen tue ich aktuell 42,59. Das Zertifikat kann ich jetzt nicht, könnte ich jetzt noch viel zu sagen und viel zu erklären, aber Sie sehen hier die Renditekennzahlen, aktuell absolut gesehen 2,70 Dollar, das ist umgerechnet in Prozent 5,8%. Ich bekomme natürlich am Ende die Auszahlung auch nur in Euro, deswegen die 5,8% beziehen sich auf die Euro-Auszahlung und hochgerechnet aufs Jahr wären das 6,4%, weil das Zertifikat nur bis Oktober läuft. Also so geht es sozusagen. Die Suche bei uns und wenn Sie das dann kaufen wollen, können Sie entweder direkt hier klicken, kaufen oder verkaufen. Oder hier oben haben wir so einen Button, WKN kopieren und dann im Browser eingeben. Ja, ich denke, das soll es dann hier auch an der Stelle gewesen sein. Ich freue mich, wenn Sie mal vorbeischauen auf der Seite. Wir bieten auch viele kostenlose Informationen und Newsletter an. So aktuell zum Beispiel unseren Rohstoffausblick. Das ist unser Video. Gucken Sie einfach mal auf der Seite rum. Da finden Sie viele interessante Informationen und da können Sie uns auch gerne hier im Händlersaal kontaktieren. Entweder über E-Mail, über Chat oder über Telefon. Ja, damit bin ich am Ende. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wilhelms. Liebe Webinarteilnehmer, ich werde den Link in einer sogenannten Nachfassmail auch noch an Sie herumschicken, den Link zur Zertifikateseite der Commerzbank. Und Herr Wilhelms, während ich jetzt mal meinen Bildschirm wieder einblende und übertrage, vielleicht noch eine kleine letzte Frage aus dem Plenum. Die kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Es geht um die Gebühren. Können Sie vielleicht ganz kurz dazu noch etwas sagen, was jetzt so ein Discount-Zertifikat kostet oder auch eine Aktienanleihe, was da unsere Anleger an Gebühren zahlen müssen? Naja, das ist eine Frage, die eigentlich genau das Gegenteil bei mir bewirkt, weil wenn Sie sich Zertifikate und Aktienanleihen anschauen und Sie als Selbstentscheider sich diesem Markt nähern, dann ist das im Prinzip von den Finanzprodukten, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden, die günstigste Alternative. Also genau in diesem Bereich Gebühren sind wir sehr konkurrenzfähig. Das gilt aber nicht nur für uns, das gilt für den gesamten Markt. Und aber um grundsätzlich mal ein Gefühl dafür zu bekommen, also Sie haben mehrere Arten von Kosten, die dabei entstehen. Also einmal brauchen Sie ein Depot,
Es kann sein, dass Sie Depotkosten dann sowieso schon haben. Dann müssen Sie dieses Zertifikat kaufen. Dabei entstehen Transaktionskosten. Damit haben wir auch nichts zu tun. Das macht Ihre Bank, Ihr Depotanbieter. Der vereinnahmt die Transaktionskosten und dann gibt es sozusagen eine Differenz zwischen An- und Verkaufskurs bei dem Zertifikat. Das sind sozusagen ein Teil der Gebühren, aber das ist manchmal nur 1 oder 2 oder 3 Cent. Also in dem Rahmen bewegen wir uns. Ne? Also wenn Sie ein Zertifikat für 50 Euro kaufen, kann es sein, dass es 2 oder 3 Cent Spread, also Differenz ist. Das ist für die meisten vernachlässigbar gering. Und dann gibt es sozusagen Kosten, die in dem Produkt selbst sind. Das habe ich ja ursprünglich auch angesprochen. Das heißt also, wir kaufen die Komponenten etwas günstiger ein, als wir sie weiterverkaufen. Und da liegen sie bei Discount-Zertifikaten so rund bei in der Regel 0,2%. Das ist aber von Zertifikat zu Zertifikat unterschiedlich. Das wird Ihnen aber am Ende sozusagen dann auch ausgewiesen. Ich glaube sogar, bevor Sie kaufen und nachdem Sie kaufen. Mittlerweile hat sich die Regulatorik ja geändert. Aber in der Regel, wenn Sie ein Discount-Zertifikat kaufen, das ist günstiger als fast alles andere, was Sie sonst so im Finanzbereich erwerben können. Also insofern, aber ein wichtiger Hinweis, also Gebühren ist natürlich ein Thema und da sollte man sich auf jeden Fall mit beschäftigen, ja. Vielen Dank, Herr Wilhelms, für die Antworten in der Fragerunde und natürlich Ihre Ausführungen zum Thema Zertifikate. Jetzt bin sogar ich daran schuld, dass wir überzogen haben, weil ich diese Frage noch stellen wollte. Jetzt haben wir tatsächlich alle Fragen aus dem Plenum abgehandelt. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie mit dabei waren. Herr Wilhelms, Sie dürfen gleich noch ein kurzes Fazit ziehen. Den Hinweis möchte ich jetzt noch an unsere Webinarteilnehmer geben, dass dieses Webinar wie immer aufgezeichnet wurde und Sie den Live-Mitschnitt vermutlich noch heute Abend in einem entsprechenden Artikel auf der Startseite von Finanzen.net finden können. Eine E-Mail mit allen Infos rund um diese Veranstaltung, das habe ich bereits angekündigt, erhalten Sie als Webinarteilnehmer ebenfalls im Nachgang dieser Veranstaltung. Und jetzt, Herr Wilhelms, das Schlusswort gehört Ihnen. Was wollen Sie unseren Zuschauern noch mit auf den Weg geben? Ja, also zunächst einmal bin ich sehr, sehr glücklich, dass die Zuschauer sich mit dem Aktien beschäftigen, weil das ist die Grundlage dessen, dass man erfolgreich investieren kann. Insofern gehören Sie zu einer Minderheit in Deutschland, die sich sozusagen schon mal mit dem Thema beschäftigt. Und ich möchte vielleicht den Hinweis geben, dass die letzten 10 Jahre nicht unbedingt, vor allen Dingen was den Aktienmarkt angeht, repräsentativ ist. Und ich habe gerade bei uns recherchiert und einen Mitschnitt der Telebörse von 2009 gefunden, von der damaligen Anlegermesse Invest. Und der Raimund Brichter hat dort berichtet, live von der Invest. Und die Stimmung, die Fragen, die gestellt wurden und die Stimmung, alle waren Trübsal, Finanzkrise und. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also insofern machen Sie sich frei vom Gedankengerüst her, dass sozusagen, weil es die letzten Jahre gut lief, das nicht heißt, dass es immer so weitergeht und Diversifikation vielleicht ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube, das ist ein Fazit, was man auf jeden Fall mitgeben kann. Auf jeden Fall, Herr Wilhelms, vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit. Das hat mir heute wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir bald mal wieder hier an Ort und Stelle das Vergnügen miteinander haben. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, eine ruhige Vorweihnachtszeit und schöne Feiertage natürlich. Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, möchte ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme am heutigen Webinar bedanken. Und da dies mein letztes Webinar in diesem Jahr ist, sage ich vielen Dank für Ihre Treue im gesamten Jahr 2019. Genießen auch Sie die Vorweihnachtszeit und bleiben Sie uns auch im neuen Jahr treu. Alles Gute, wir hören uns 2020 wieder. Tschüss, bleiben Sie uns gewogen.